Guten Abend, meine Damen und Herren. Die amerikanische Raumfähre Columbia ist nach 16 Tagen im All auf dem Rückweg zur Erde kurz vor der Landung zerbrochen. Das Unglück geschah über Dallas, Texas in etwa 63.000 Meter Höhe. Das ist laut Fachleuten so hoch, dass ein Terroranschlag auszuschließen ist. An Bord befanden sich 7 Astronauten, 2 Frauen und 5 Männer, unter ihnen erstmals ein israelischer Staatsangehöriger, Ilan Ramon. Seinetwegen war diese Mission von besonders rigorosen Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Das sind die letzten Momente der Raumfähre Columbia. Der Shuttle flog mit 6-facher Schallgeschwindigkeit über Texas. 16 Minuten vor der geplanten Landung auf dem Kennedy Space Center in Florida fällt plötzlich der Funkverkehr aus. Kurz darauf bricht die Raumfähre auseinander. An Bord befanden sich 7 Astronauten. Sie hatten keine Überlebenschance. Im Osten Texas sind bereits erste Trümmer gefunden worden. Die Raumfahrtbehörde warnt die Bevölkerung. Jedes Teil könnte hochgiftig sein. Die Trümmer verteilen sich vom Unglücksort über ein riesiges Gebiet im Norden und Osten von Texas entlang der ursprünglich geplanten Anflugroute. Der Start vor einer Woche. Besonders bejubelt in Israel. Denn mit Ilan Ramon war erstmals ein israelischer Astronaut im All. Der Flug war deshalb auch von besonders scharfen Sicherheitsmaßnahmen begleitet, weil man sich vor Attentaten fürchtete. Das Weiße Haus, die Fahnen bereits auf Halbmast, hat bereits verlauten lassen, dass im vorliegenden Fall nichts für ein Attentat spreche. Die verunglückte Crew der Columbia. Sie hatte in den letzten Tagen mehr als 80 Experimente durchgeführt. Die Columbia war seit 1981 im Dienst und damit die älteste Raumfähre. Nach dem Challenger-Unglück ist dies die größte Raumfahrtkatastrophe der USA. Und wir haben bei uns Menion Schmid, Raumfahrtexperte. Menion Schmid, den Terror kann man, glaube ich, ausschließen. Was könnte es denn sonst gewesen sein? Was gibt es da für Möglichkeiten? Im Moment ist alles hypothetisch. Man will ja auch nicht den Experten vorgreifen, aber es könnten im Prinzip 3 Szenarien zum Einsatz kommen. Ein Szenario ist, dass der Eintrittswinkel zu steil gewählt wurde und dann treten so starke Erhitzungen auf der Raumfähre auf und Vibrationen, dass sie auseinanderbricht. Die zweite Möglichkeit ist, dass der Hitzeschild versagt hat, dass irgendwelche Kacheln sich abgelöst haben und dann die Katastrophe hervorgerufen haben. Und die dritte Möglichkeit wäre im Grunde genommen ein technischer Defekt innerhalb der Raumfähre. Wenn beispielsweise ein Sauerstofftank oder sowas explodiert ist, dann könnte es zu diesen fatalen Folgen führen. Dieser Hitzeschild, hieß es, habe schon am Start Schwierigkeiten gemacht. Was wissen Sie davon? Es war eigentlich nicht der Hitzeschild, es war die Schutzisolation des zentralen Tanks. Das ist eine Schaumstoffisolation. Da sind Teile beim Start weggeflogen, aber das war nicht tragisch, denn das ist ein Schaumstoff, der sehr leicht ist und auch keine Beschädigungen hervorruft. Und die NASA war von Anfang an zuversichtlich, dass diese Teile, die da weggeflogen sind, keinen Einfluss auf die Raumfähre gehabt haben. Man spricht viel von Teilen, die im Weltraum herumfliegen, also von sogenannten Weltraumschrott. Könnte so etwas die Ursache gewesen sein? Diese in der Fachsprache sogenannten Space Debris können gefährlich werden für ein Gerät wie ein Space Shuttle, wenn das Shuttle getroffen wird von so einem Teil. Aber das geschieht natürlich während der Mission in der Umlaufbahn und das war hier nicht der Fall. Diese Teile befinden sich in einer Höhe zwischen 300 und 500 Kilometern Höhe und die Katastrophe ist ja hervorgerufen worden während des Wiedereintritts, also in einer Höhe von 60 bis 80 Kilometern Höhe. Diese Teile haben überhaupt keinen Einfluss gehabt auf diese katastrophale Folge, die jetzt hervorgerufen wurde. Wie explosiv ist denn überhaupt so ein Shuttle? Was ist da explodiert? Denn es ist ja offensichtlich explodiert. Gut, wir müssen natürlich sehen, ein sehr kritischer Punkt ist der Start. Beim Start sind die Tanks gefüllt mit flüssigem Wasserstoff, flüssigem Treibstoff. Das sind 1,6 Millionen Liter. Daneben die Feststoffbooster, also das ist eine fliegende Bombe, auf der die Astronauten sitzen. Aber das hat man ja im Griff gehabt, auch seit der Challenger-Katastrophe von 1986, dass hier
sehr wenig passieren kann. Ein Restrisiko bleibt natürlich immer. Und im Aber Gegensatz, jetzt bei der Rückkehr waren ja die Tanks dann leer. Die Tanks waren leer. Die Raumfähre ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Segelflugzeug, das da in die Atmosphäre eindringt. Und wenn sie im richtigen Winkel eintrifft, dann geschieht nichts. Und offensichtlich ist irgendwo ein Problem aufgetreten, von dem wir bis zur Stunde noch nichts wissen. Kann man jetzt schon sagen, was das Ganze jetzt für Folgen haben wird für die amerikanische Raumfahrt? Das ist natürlich in erster Linie ein riesiger Prestigeverlust, weil die amerikanische Raumfahrt kämpfte seit 1986, seit diesem fatalen Absturz der Raumfähre Challenger mit dem Image. Und das ist natürlich nicht förderlich für die Raumfahrtmittel, die man auch in Zukunft ausgeben will für die verschiedenen Missionen. Aber das bedeutet in keinem Fall das Ende der amerikanischen Raumfahrt. Man muss wieder daraus lernen und man wusste von Anfang an, dass diese Missionen nicht der Alltag sind, sondern dass immer wieder so etwas passieren kann. Aber man, solange nichts passiert, schiebt man das ein bisschen auf die Seite und erst wenn es passiert, dann kommt das wieder zum Bewusstsein. Danke, Mignon Schmidt. Abgesehen vom schweren, eben erwähnten Unglück von 1986, waren die amerikanischen Raumfähren bis jetzt sehr erfolgreich. Sie dienten zahlreichen wissenschaftlichen Programmen, etwa über die Schwerelosigkeit. Als Pendlerinnen zu den Raumstationen sind die Fähren auch Taxis, die die Astronauten und die Ausrüstungen in den Raum bringen. Startvorbereitungen der Columbia-Crew am 16. Januar. Die älteste der amerikanischen Raumfähren leistete ihren 28. Einsatz. Austausch der Solarsegel am Hubble-Teleskop. Raumfähren wie die Columbia stehen im Dienst der Wissenschaft. Typische Forschungsansätze waren Untersuchungen über die Auswirkungen der Schwerelosigkeit auf Organismen, auf das Wachstum von Proteinen und die Zusammensetzung von Kristallen. Der Unfall der Challenger warf die ehrgeizigen Amerikaner dann um Jahre zurück. Die 7 Astronauten waren kurz nach dem Start bei der Explosion der Raumfähre getötet worden. Seit dem Start des Programms waren die Fähren laufend bezüglich Sicherheit, Schub und Kapazität nachgerüstet worden. Nach dem Unfall nahm die NASA nochmals über 200 Verbesserungen an den übrigen Raumfähren vor, bevor diese nach 2 Jahren Unterbruch wieder ins All starteten. Die Raumfähren blieben weiter gefragt. Auch Schweizer Forscher waren mit Experimenten immer wieder dabei. Wissenschaftler der Zürcher ETH ließen an Bord der Raumfähre Discovery den Alpha-Magnetspektrometer starten. Ihr Ziel? Die Suche nach der sogenannten Antimaterie, um dem Ursprung unserer Existenz auf die Spur zu kommen. Auch in der nun verunglückten Columbia wurden biomedizinische Versuche der ETH Zürich durchgeführt. Und jetzt zu Fritz Reimann in Washington. Fritz Reimann, soviel ich weiß, läuft jetzt gerade die Pressekonferenz der NASA. Was ist der letzte Stand der Informationen? Die Pressekonferenz hat erst vor wenigen Minuten begonnen. Der Chef der NASA hat gesagt, man müsse jetzt all die vielen Details zuerst sammeln, bevor man etwas sagen könne. Es gebe keinen Hinweis darauf bis jetzt, dass irgendein Verhalten oder irgendeine Person am Boden dieses Unglück verursacht habe. Es gibt aber sicher eine Frage, die der Klärung noch bedarf. Und beim Start des Shuttles am 16. Januar hat sich offenbar ein Isolationsstück am äußeren Tank gelöst und das soll den linken Flügel des Shuttles getroffen haben. Die Ingenieure kamen damals zum Schluss, dass dies kein Risiko für die Sicherheit sei, aber man wird dem sicher nachgehen müssen. Ansonsten wissen wir auch, was bis jetzt bekannt ist, dass der Shuttle befand sich auf 65.000 Meter Höhe und war mit etwa 20.000 Stundenkilometern unterwegs. Die Frage des Terrors ist natürlich sofort aufgetaucht, aber sie ist, glaube ich, beiseite gewischt, oder? Ja, die gesamte Führungsspitze der amerikanischen Regierung wurde zwar unverzüglich informiert, doch die Regierung geht davon aus, dass es nicht Terror war. Präsident Bush befand sich zum Zeitpunkt des Unglücks in Camp David. Er ist sofort ins Weiße Haus zurückgekommen und will später eine Erklärung abgeben.